Leute, willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Letzter Teil der Prognose für die zweiten Bundesliga. Heute also die Top 6. Und letztes Video war schon ein bisschen kontroverser. Und ich habe es ja geahnt. Und das ist eben das Problem, wenn man so eine Zweitliga-Prognose macht und selber Fan ist. Man wird nie jeden glücklich stellen können. Und man macht ja nun mal sein eigenes Bauchgefühl, was ich ja hier oft genug jetzt bereits erwähnt habe. Wenn ihr die ersten beiden Teile nicht gesehen habt, schaut gerne mal in die Videobeschreibung, da sind die verlinkt. Im Endeffekt sage ich hier ja meine freie, subjektive Meinung. Die ist ja geprägt durch meine eigenen Einstellungen, durch meine eigenen Eindrücke und so weiter und so fort und hat ja überhaupt keinen Wahrheitsanspruch in irgendeiner Form. Es ist ja einfach nur mein Bauchgefühl. Ob die Tabelle am Ende der Saison so aussehen sollte oder nicht, sei völlig dahingestellt. Dass Nürnberg auf Platz 4 stehen kann oder auf Platz 3 vielleicht sogar, völlig dahingestellt. Aber im Endeffekt bestimmt mein eigenes Denken und meine eigenen Eindrücke bestimmen diese Tabelle, die ich hier euch sozusagen vorsetze. Und deswegen finde ich es auch gut, dass ihr die Kommentare so nutzt und da eben genau das reinschreibt, was ihr denkt zu euren Vereinen, zu meinem Verein, zu anderen Vereinen und so weiter und so fort. Weil das zeigt so ein bisschen, wie das allgemeine Stimmungsbild ist. Und am Ende müsste man normalerweise all das, was da drin steht, auswerten und würde anhand dessen eine realistische Vorhersage bekommen. Das Problem ist nur, seit wann sind Vorhersagen in irgendeiner Form richtig? Egal, bei wem man guckt. Es gibt, glaube ich, niemanden, der die Bundesliga-Tabelle oder die zweite Bundesliga-Tabelle am Ende der Saison komplett richtig einordnet. Es gibt nur Leute, die sich an bestimmten Faktoren orientieren und dementsprechend eine möglichst realistische, zum Anfang der Saison, wenn noch nichts gespielt hat, Tabelle abgeben. Aber ich glaube, wenn jemand wirklich genau vorhersagen könnte, wie die Tabelle aussehen würde, dann würde man von dem wissen, weil der wäre Multimillionär durch Sportwetten. Aber gut. Ich bin gespannt, wie mein Abgleich am Ende der Saison sein wird und wie eure am Ende der Saison sein wird. Bewahrt euch das auf, was ihr da schreibt. Und wir können am Ende der Saison mal gucken und dann gemeinsam herzlich darüber lachen, wie falsch wir alle lagen. Trotzdem auf jeden Fall danke für die dennoch positive Resonanz. Das will ich hier gar nicht unterschlagen. Und natürlich auch für die vielen Kommentare. Ihr könnt gerne diesen Kanal hier kostenlos abonnieren, um keine Videos mehr zur zweiten Liga zu verpassen. Irgendwann wird jeder eurer Vereine gegen 96 spielen. Das heißt, irgendwann wird jeder von euren Vereinen hier nochmal explizit bzw. ein bisschen dezidierter featuren. Und dann kann ich mir auch eine bessere Meinung zu den einzelnen Spielern und zu den einzelnen Teams unter sich bilden. Die Glocke könnt ihr aktivieren, um nichts zu verpassen, habe ich glaube ich gerade schon gesagt, weiß ich nicht genau. Und ihr könnt auch gerne unseren Podcast Klassenunterschied auschecken, beziehungsweise, ja doch, macht das einfach mal. Da haben wir nämlich auch eine Zweitliga-Prognose abgegeben und zwar ein bisschen weniger konkret als ich jetzt hier auf dem Kanal. Aber es kann sich trotzdem lohnen für euch, sie das anzuhören mal nebenbei und vielleicht gefällt es euch ja und ihr könnt dann gerne auf Spotify uns folgen. So, genug der Floskeln und der schönen Worte zum Anfang hier dieses Videos. Wir starten mit Platz 6 und Platz 6 ist Hannover 96. So, da haben wir es nämlich. Die Frage war schon, die ich gelesen habe, direkt als ersten Kommentar tatsächlich, den ich bei dem Video gelesen habe. Nicht der geschrieben wurde, sondern ich gelesen habe, wie Hannover in den Top 6. Ja, als Sechster. Ich glaube, 96 beendet die Saison auf Tabellenplatz 6. Ich kann euch auch hier wieder nicht genau sagen, woher dieses Bauchgefühl kommt, aber ich glaube, dass 96 einen relativ starken Kader hat. 96 hat eine Problemposition und ist sonst überdurchschnittlich gut für die zweite Liga besetzt. In der ersten Reihe. In der Breite vielleicht nicht, aber ansonsten ist das schon ein sehr solider Kader. Wenn man das einfach mal durchgeht, anhand der Namen einfach auch nur, das ist schon ziemlich stark. Im Tor Zieler, ich weiß, der ist viel Kritik ausgesetzt. Bei mir hat er einen riesigen Kredit, den erstmal zu verspielen wird schwierig. Ich finde ihn auch bei weitem nicht so schlecht, wie viele sagen. Rechts Muroya, der hat letzte Saison eine Bombensaison gespielt. Innenverteidigung Fallett, der schon Europa League gespielt hat. Und Franke, der ein super erfahrener Zweitliga-Verteidiger ist. Links Niklas Hult, auch mit Champions League-Erfahrung. Die 6, da liegt das Problem. Das zentrale Mittelfeld mit Sebastian Ernst und Florent Muslia, einer der letzte Saison der überragende Spieler oder einer der überragenden Spieler der zweiten Liga war und aufgestiegen wäre mit Fürth, aber zu 96 gegangen ist und dazu Muslia dann überragende Vorbereitung spielt und endlich auf seinem Level angekommen zu sein scheint. Dann auf dem Flügel Sebastian Kerk auf der linken Seite, letzte Saison 20 Scorer bei Aufsteiger, Standardexperte. Rechte Seite, lassen wir es Lindenmeiner sein, lassen wir Sebastian Stolze sein. Ein super Talent mit unfassbaren Qualitäten, die er nur abrufen muss und einer, der auch viel Zweitliga-Erfahrung hat. Und vorne drin Marvin Ducksch, der letzte Saison immer noch, ich weiß nicht, 16, 17 Tore gemacht hat, der sicherlich oft mal Chancen liegen lässt, aber der super torgefährlich ist und spielerisch enorm wichtig für dieses 96-Team.
Das ist eine sehr solide Truppe. Und wenn man die Namen an sich einfach in dieser Startelf nimmt und wenn die funktionierend in einem System spielen, das der Trainer vorgibt und das halt eben auf den Gegner abgestimmt ist, dann kann 96 hoch hinausfliegen. Das Problem ist immer wieder bei 96 die Konstanz. Gegen Hamburg hat man auch letztes Jahr zum Beispiel gewonnen. Was bringt das am Ende des Tages? Gar nichts. Weil die Konstanz eben nicht da war. Wir hatten auch Abgänge sicherlich, wie zum Beispiel Haraguchi oder Hübers. Die adäquat zu ersetzen wird schwierig, aber Fallett ist ein ganz anderer als letztes Jahr und Sebastian Ernst ist auch kein schlechter. Also die beiden haben wir mehr oder weniger kompensiert. Wie alles andere aussieht, mal schauen. Aber ich sehe 96 zumindest im oberen Drittel. Es kann weit nach oben gehen, es kann weit nach unten gehen. In beide Richtungen ist alles möglich. Mein Bauchgefühl sagt mir Platz 6, aber nicht höher. Gleichzeitig aber auch nicht tiefer. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Platz 5, der HSV. So, jetzt sind wir angekommen bei der endgültigen Kontroverse. Ja, ich sehe den HSV sicherlich als Mitfavoriten auf den Aufstieg und die haben auch einen sehr soliden Kader. Selbst wenn sie Abgänge wie Van Drongel und Terodde hatten, konnten sie die, glaube ich, ganz gut kompensieren. Ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass der HSV deutlich besser dasteht als die letzten Jahre und auch da war es ähnlich wie bei 96 noch weniger drastisch, aber irgendwo auch noch drastischer die Konstanz. Letztes Jahr lange Erster gewesen und trotzdem nur Vierter geworden am Ende. Genauso wie die beiden Jahre zuvor. Ich habe einfach nicht das Gefühl, dass sich dieses Jahr in irgendeiner Form was ändert. Abgesehen davon, dass es halt eben nicht der bittere vierte Platz wird, sondern der fünfte. Dass der vielleicht noch ein bisschen bitterer ist, ja, mag sein. Aber ich sehe einfach viel Potenzial in der Mannschaft, sicherlich. Mit Glatzel und Kittel haben die vorne zwei absolute Baller und haben auch sonst sehr starke Spieler im Kader. Aber ich sehe andere einfach besser und der HSV ist nicht mehr diese Übermacht, die er in den ersten beiden Zweitliga-Jahren war. Das war letztes Jahr auch schon nicht mehr, da hat es aber gerade in der Hinrunde noch extrem stark kompensiert und gerade durch Terodde halt eben absoluten Torjäger vorne drin gehabt, der sehr viel bewegt hat. Aber in der Rückrunde hat man schon gesehen, wie bröcklich dieses System oder dieser Kader doch ist. Und ich glaube nicht, dass sich daran im Sommer viel geändert hat. Ich sehe das einfach nicht. Klar, sie haben einen neuen Trainer, aber das sorgt jetzt auch nicht dafür, dass bei mir hier das große Glockenläuten passiert. Das, glaube ich, ist eher noch mehr ein Zeichen davon, dass halt zu viel Unruhe beim HSV drin ist. Hamburg hat immer wieder Unruhe. Es gab jetzt wieder irgendein Sponsorenthema, dass die Trikots falsch gedruckt wurden, man dementsprechend mit dem alten Sponsoren auflaufen muss, die ersten Spieltage. Ja, es kommt keine Ruhe rein und ich glaube auch, dass das nachhaltig in der Saison so sein wird und dass man eben dementsprechend wieder den Aufstieg nicht schafft. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, beim besten Willen. Ich bin auch niemand, der sagt, ich gönne das dem HSV nicht. Rein sportlich gesehen, rein vom Bauchgefühl her, wird das nur Platz 5, wobei da auch viel Raum nach oben ist. Alles bis Platz 3, sage ich mal. Wobei ich dann glaube, dass sie trotzdem nicht aufsteigen würden, weil meistens gewinnt da eben doch der Erstligist in der Relegation. Gibt andere Beispiele, klar, aber Köln hat es dieses Jahr wieder vorgemacht und ja, dementsprechend nur Platz 5 für Hamburg, was aber gar kein Disrespect sein soll in irgendeiner Form. Ich glaube, in dieser super starken und super ausgeglichenen zweiten Liga ist das immer noch lobenswert und immer noch kein Weltuntergang, aber nichtsdestotrotz sehen andere Teams für mich vom Bauchgefühl einfach ein bisschen stärker aus. Welches Team nicht dazu gehört und welches Team ich trotzdem auf Platz 4 setze, was mein Überraschungspick ist, jetzt können wir nach dem Ausschlussverfahren mehr oder weniger gehen, ist Holstein Kiel. Ich kann euch absolut nicht sagen, warum. Die haben den Lee verloren, die haben Serra verloren und trotzdem glaube ich, dass der Ole Werner da mit denen eine richtig solide Runde spielen wird. Ich kann nicht mehr dazu sagen. Das ist mein Bauchgefühl, das ist mein Number One Pick für eine Überraschung. Ich sehe da super viel Potenzial, dass die auch abrutschen und ich sehe super viel Potenzial, dass die am Ende im Mittelfeld sind. Aber irgendwas sagt mir, Kiel wird wieder mit oben stehen. Und wenn es am letzten Spieltag ist, dass die glücklich auf Platz 4 rutschen und von Platz 7 hochgehen, weil alles so eng ist, mag alles sein, aber irgendwas sagt mir, am Ende der Saison sieht die Tabellenspitze so aus, wie sie aussieht. Es könnte ja schon nach dem Ausschlussverfahren gehen, wenn die Top 3 werden, aber ich habe das Gefühl, so werden die Top 6 aussehen und ich habe das Gefühl, Kiel wird drin sein und ich habe das Gefühl, Kiel wird vor 96 und Hamburg stehen, ohne wirklich einen qualitativen Grund dafür zu haben. Einfach nur, weil ich glaube, Kiel ist Kiel. Kiel hat die letzten Jahre super Fußball gespielt. Immer wieder und das wird sich dieses Jahr nicht ändern. Vielleicht liege ich falsch, vielleicht liege ich richtig. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Platz 3 und gegebenenfalls habt ihr schon meine Prognose gesehen bei Kickoff hier auf YouTube beim Kollegen Martin. Der hat mich da schon drin gehabt und da habe ich schon meine Top-Platzierung gesagt, meinen Torschützenkönig und so weiter und so fort. Habe ich auch bei Klassenunterschied, also dem Podcast, schon gesagt. Auch ein bisschen überraschend vielleicht und ich kann auch da nicht hundertprozentig sagen, warum, aber ich glaube einfach, Düsseldorf steht am Ende der Saison auf Platz 3. Die gehen in die Relegation. Das ist einfach mein Wild Guess. Ist fast genauso riskant, glaube ich, wie Kiel. Ich glaube, viele sehen den HSV deutlich vor Düsseldorf und vielleicht auch noch andere Teams vor Düsseldorf.
Aber ich glaube, die spielen eine richtig, richtig starke Saison. Klar, die haben zum Beispiel den Danso verloren, die haben Karaman verloren, alles richtig. Aber nichtsdestotrotz sind die eine solide Truppe mit vor allem sehr starken Spielern in der Offensive. Und ich glaube tatsächlich auch, dass der Torschützenkönig der zweiten Liga von Düsseldorf kommen wird. Er hat sich jetzt bei Düsseldorf bisher noch nicht so richtig als Torjäger etabliert. Qualitäten hat er aber auf jeden Fall. Und ich sage, Kovnatski holt das Ding nach Hause. Und der Rest des Kaders ist so stark und so mit Potenzial versehen, aber auch gleichzeitig mit Erfahrung, dass ich einfach ein Gefühl habe, dass die am Ende der Saison auf Platz 3 stehen werden. Aber, und das möchte ich gleich vorwegnehmen, und das meine ich überhaupt nicht böse, Düsseldorf wird nicht aufsteigen. Ich glaube, wenn Düsseldorf, wie ich es vorhersehe, auf Platz 3 kommt, was mein Bauchgefühl ist, habe ich ebenfalls ein Bauchgefühl, dass sie in der Relegation nicht gewinnen werden, sondern eben nächstes Jahr auch noch in der zweiten Liga sein werden. Aber mit den Spielern, die haben, mit dem Talent, das die bei Appelkamp zum Beispiel haben, der für mich der Breakthrough-Youngster in der kommenden Saison sein wird, da ist schon einiges, was schief gehen muss, damit die nicht oben mitspielen, in meinen Augen zumindest. Und dementsprechend prognostiziere ich die sehr weit nach oben auf Tabellenplatz 3. Und damit sind wir angekommen am Ende der Zweitliga-Prognose. Direkt vorm Saisonstart. Und es bleiben noch zwei Teams übrig. Und die Frage ist nur, wer wird Erster, wer wird Zweiter? Und dementsprechend gehe ich auch beide Teams gleichzeitig ein. Erster wird der FC Schalke, Zweiter wird Werder Bremen. Völlig egal, am Ende steigen beide direkt wieder auf, ohne in die Relegation zu müssen. Und ich glaube, das wird auch so passieren. Ich bin da ziemlich optimistisch. Jasper, mit dem ich Klassenunterschied mache, der ist Werder-Fan, der ist nicht so optimistisch. Ich sehe das Ganze völlig anders. Aktuell ist der Kader bei Werder noch extrem stark. Prinzipiell haben auch mehr Leute beispielsweise bei der Kicker-Umfrage gesagt, Werder steigt direkt auf. Bei Schalke waren die Leute etwas verhaltener. Ich glaube, Werder wird noch ordentlich an Qualität verlieren in diesem Transferfenster. Schlicht, weil sie die finanzielle Not auch haben, Spieler abzugeben. Sie werden nicht alles halten können, was sie haben. Aber selbst dann ist der Kader noch gut genug, um in der zweiten Liga zu bestehen. Und wenn die sich jetzt ein bisschen in den Rausch spielen, mit der Qualität, die sie gerade noch haben, weil viele Spieler wie Eggestein zum Beispiel, wie Füllkrug, wie Toprak und so weiter noch da sind, wie Bittenkurt, auch wenn der angeschlagen ist aktuell, was für 96 gar nicht so schlecht ist, dann werden die eine richtig gute Runde spielen. Ich glaube, Romano Schmid wird ein Spieler sein, der sein Breakthrough hier auch haben wird, genauso wie Shinta Appelkamp. Und ich glaube auch, dass wenn ein Platz gefunden werden wird für Jojo Eggestein, der in meinen Augen ein überragender Stürmer ist und ein überragender Neuner für die zweite Liga, dann wird Werder auch einen starken Contendent für den Torschützenkönig haben. Ich sehe das Potenzial absolut da bei ihm und ich glaube, dass die Top 3 sich auch irgendwo um den Torschützenkönig streiten werden. Es gibt auch zum Beispiel den Streli Mama von Rostock, vielleicht macht er alle Hütten, 30 am Ende der Saison und wird Torschützenkönig, Rostock trotzdem relativ weit unten, man weiß es nicht. Ich glaube, Kovnatski wird vorne durchgehen und ich glaube aber auch, dass ein Eggestein, ein Füllkrug oder ein Sargent eher nicht, ein Eggestein oder ein Füllkrug, je nachdem, ob Füllkrug bleibt oder nicht und ob Eggestein bleibt oder nicht und eben Stürmer spielen darf, was seine Top-Position ist, mit seinem Abschluss da ordentlich mitmischen. Schalke hingegen sehe ich jetzt von den Transfers, von der Fertigstellung des Kaders, weil da ist ja schon relativ viel, was Abgänge angeht, passiert, einfach noch deutlich besser. Die haben, glaube ich, 14 Neuzugänge oder sowas und alle relativ hochqualitativ. Drexler für die zweite Liga, super. Latzer überragend für die zweite Liga. Terodde, der beste Stürmer, den du dir quasi holen kannst für die zweite Liga. Defensiv einiges gemacht mit Wouters, glaube ich, mit Uwe Jahn. Das sieht schon alles sehr, sehr gut aus. Dazu Salif Sané, der Zweitliga-Erfahrung hat, wenn er denn bleiben sollte, wovon ich mal ausgehe, hätte ich super gerne Hannover zurück. Führungsspieler, Kopfball stark, offensiv stark. Also, du hast in diesem Kader alles. Du hast Matthew Hoppe noch dazu, der für die zweite Liga auch mehr als gut genug sein könnte und für mich, genauso wie Terodde, das sind die nächsten beiden, auch ein Favorit auf die Torschützenkanone sein könnte. Was willst du mehr als Schalke? Du hast einen Kader, mit dem du in meinen Augen direkt wieder hochgehen wirst und es wird nicht mal knapp. Ja, Schalke, Trümmertruppe, ja, Abstieg, ja, finanzielle Probleme, ja, werden auch nächstes Jahr so scheiße spielen, die Abstiegsspirale oder Abwärtsspirale geht weiter, nein, geht sie nicht. Schalke geht relativ problemlos wieder nach oben, das wird ein Betriebsausfall bleiben. Man darf das sicherlich nicht unterschätzen, aber genau das machen sie auf Schalke nicht. Das habe ich im Gefühl, also das wirkt einfach auf mich so als komplett Außenstehender, so viel Einblick habe ich nicht, ein bisschen durch Gamer Brother, aber nicht so viel, aber es wirkt, als würden sie die Lage ernst nehmen, richtig bewertet haben, die richtigen Schritte ergreifen und dementsprechend haben sie den besten Kader. Auch wie der zusammenspielt, das ist die Frage, klar, sind viele neue Leute da, bei Werder sind viele jetzt aktuell noch da, auch wenn sie vielleicht noch gehen und neue Leute kommen, aber die sind zusammen abgestiegen, das kann auch ja, ein bisschen was mit der Psyche anstellen, die sind jetzt alle neu, müssen sich einspielen, haben aber auch einen neuen Trainer. Mein Gefühl sagt Schalke Erster und Bremen Zweiter und das relativ souverän. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, auch zu den beiden, wenn es eure Feinde sind, dann erst recht. Das soll es gewesen sein von der Bundesliga-Prognose. Die vollständige Tabelle seht ihr hier. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß beim ersten Spieltag. Ich wünsche euch was. Macht's gut, haut rein und ciao.